Ich hatte auf der Gamescom die Möglichkeit, die Luigi's Mansion 3 Demo-Version anzuspielen und dank Nintendo auch aufs Heiß nennen und möchte euch nun oder darf euch nun 10 Minuten Gameplay zeigen von dem Spiel. Als erstes hatten wir eine kleine Einführung hier. Diese sehen wir jetzt hier auch gerade. Da ging es darum, mit der Taschenlampe einfach den Hund anzuleuchten. Denn die Taschenlampe ist eine der wichtigsten Waffen, um die Geister einzusaugen. Die tut man mit ZR. Also da ist das ja dieser Roboter, dieser Streck weg. Den tut man mit ZR bedienen. Und das ist auf jeden Fall das Tutorial. Ist nur ganz klein. Und ja, vielen Dank an Nintendo. Aber erstmal, dass ich das Ganze eben aufzeichnen durfte und euch jetzt eben zeigen kann. Das ist die Demo-Version, die es auf der Gamescom gab und 10 Minuten davon darf es euch ja auch zeigen. Beziehungsweise bis zur Stelle, wo der Endboss kommt, den darf es euch nämlich leider noch nicht zeigen. Aber bis dahin, das Ganze schauen wir uns jetzt auch an. Ja, es fand sehr toll, die Demo zu spielen und ich denke mal, ihr seht erst so ein Grafis, ist das da ein reinstes Wunder. Ist man, es haut erst mal die krasse tolle Grafik an, die dieses Spiel hier hat. Und auch die schöne Musik, das ist echt unglaublich. Also es hat mir definitiv sehr viel Spaß gemacht, die Demo zu spielen. Was man direkt sehen kann, oben links ist die Herzenanzeige, die wird bei mir noch rapide senken. Und weil es ist tatsächlich, ich habe Luigi's Mansion nie wirklich gespielt, ehrlich gesagt. Ich habe meinen zweiten Teil ein ganz bisschen auf dem 3DS gespielt, aber nicht mehr. Deshalb da bitte nicht wundern, dass ich eventuell anfangs ein bisschen schlechter drin bin. Das Ding ist, man muss mit der Taschenlampe die Geister anleuchten. Und da muss man sie einsaugen. Das ist eigentlich relativ einfach, wird ja auch gut erklärt. Und irgendwann muss man A drücken und dann klatscht man die so richtig von der einen auf die andere Seite hier. Und das macht viel Spaß, finde ich. Und das Ganze macht man dann eben mit allen Geistern, die alle hier über den Weg laufen. Musste mich da am Anfang jetzt erstmal ein bisschen mit der Steuerung zurecht finden, aber nachdem es mich dann einigermaßen zuerst gefunden hatte mit der Steuerung, hat es dann auch irgendwann geklappt. Wie ihr jetzt seht, anfangs hat es noch ein bisschen Schwierigkeiten. Bin dann direkt erstmal verreckt. Was passiert irgendwie auch nur mir, beziehungsweise auch nur ich. Aber hey. So ist es halt. Und da saugt es dann auch noch ein. Das macht Bam und Bam und Bam. Und weg ist er. Und dann haben wir noch einen. Der hat mich dann aber eben alle gekillt. Weil er den ganzen Spaß dann auch mal von vorne machen durfte. War definitiv eine sehr schöne Sache. Aber keine Angst, ich habe das so weit geskippt. Also ihr könnt jetzt nicht weniger Gameplay sehen oder sonst irgendwie was. Das ist... Ich bin dann schon direkt da drinne. Und das ist auch gut so. So, dass man eben auch alles andere skippen kann. Und jetzt sind wir eben wieder hier. Gehen nochmal gesund da rein. Machen nochmal die drei Geister kalt. Jetzt habe ich aber standen wieder. Messer nicht mehr funktioniert. Und dann geht es relativ einfach. Das Ganze ist natürlich auch nachgesprochen, ganz klar. Und es handelt sich um eine Demo-Version. Ich werde auch nicht die ganze Zeit jetzt da labern, weil ich denke mal, ich wollte neben dem Bild auch den Soundtrack hören. Und bis halt so. Deshalb, meine Meinung zur Demo vielleicht noch ganz kurz, die ist sehr schön, war wirklich sehr schön, die Demo zu spielen. Warum ich definitiv schon auf den Release am 31.10., also wirklich an Halloween, werde es dann auch direkt anfangen zu Let's Playen. Und ja, es wird es auch noch lesbar zum Anschauen von der restlichen Demo. Wie gesagt, ich darf es leider nicht ganz zeigen, aber trotzdem danke an Nintendo, dass ich das aufnehmen durfte bei euch. Habt ihr extra einen Termin bekommen, herzlichen Dank dafür, dass das alles so gut geklappt hat. Ja. Und jetzt, wie gesagt, viel Spaß beim Anschauen in der restlichen Demo. Und ich melde mich dann wahrscheinlich am Ende nochmal. Oder immer wieder zwischendurch, wenn es irgendwas Krasses gibt, was ich im Gameplay sagen sollte. Genau. Die Stacheln, das ist eine sehr interessante Geschichte, wie man darüber kommt.
Dann mit R tut man den Squeeze hier rufen. Das ist sozusagen der Geist von Luigi und der kann eben das Dach angehen zum Beispiel und Herzen einsammeln. Der macht das quasi alles ein bisschen einfacher, aber zum Teil braucht man den auch, um weiterzukommen, weil Luigi's Mansion 3 basiert ja auf vielen, vielen Secrets, die es irgendwo versteckt haben, die man einfach finden muss und da sind solche Sachen noch eher die einfacheren. Und der Luigi hat dann auch nochmal Leben und so weiter, das ist schon sehr praktisch. Und jetzt zum Beispiel läuft er eben durch die Tür und dann, beziehungsweise er tut eben das Hochkurbeln, damit Luigi dann da durch kann, das ist zumindest das, was ich da jetzt begriffen habe, genau. Daran muss man nämlich mit dem Staubsauger dran ziehen und dann geht das Ding hoch und Luigi kann durchgehen. Finde ich eine sehr interessante Sache tatsächlich und dann muss ich das tatsächlich halten. Bin da noch nicht ganz so fit drin in der Steuerung, aber ich denke mal, das wird noch. Und dann, während das funktioniert, drücke ich R, um wieder so Luigi zurück zu switchen und gehe weiter. Und er kommt dann hinterher, beziehungsweise bald mit der Taste Ufe kommt er. Das ist doch eine sehr coole Sache. So, hier wird es ein bisschen schwerer. Hier haben die nämlich einen eigenen Schutz, die Gegner. Dafür gibt es dann, wie ihr gleich sehen werdet, so Bömpel, die man da einsetzen kann. Und die Tube nimmt mit Y durch die Gegend werfen. Genau. Und damit kann man eben die Geister K.O. machen, indem man das Bömpel ans Schild wirft. Und dann das Ganze einsaugt. Und dann aber A drückt. Und die eben, dadurch ist das Schild weg. Und die dann ganz normal eben einsaugen. Und dann wieder durch die Gegend klatschen. Das Prozedere kennen wir schon. Ich glaube, wie gesagt, eben manchmal mehr, was dort weniger geht. Immer unterschiedlich. Aber wenn man ein bisschen drin ist, dann sollte es auch weitestgehend klappen. So, wir kommen jetzt zu ein paar Geister tatsächlich. Eigentlich ist bei allen dasselbe Prinzip. Es sind nur viele, viele auf einmal, aber eben bei allen einsaugen. Ups. Und dann, na, klappt es jetzt. Und das Ganze macht man eben noch bei den ganzen anderen. Und dann tut man die ganzen Einsaugen und eben wegmachen. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Secret. Ich hoffe, wir schaffen das noch in 10 Minuten. Weil das Spiel ist eben voll mit Secrets. Und eins Secrets. Und man hat noch eins gesehen in der Demo, bevor es Minimum eins gesehen, bevor es im Endboss gab. Und ich glaube, das habe ich euch in 10 Minuten. Ist damit auch noch zu zeigen. Und wir haben davon noch 2 Minuten. Ich durfte leider nur 10 Minuten aufnehmen. Die Demo ging knapp 15 Minuten. Aber da war halt unter anderem eben auch der Endboss drin, den ich euch nicht mehr zeigen durfte. Also bis zur Fristenfrequenz, aber ich glaube, das schaffen wir in 10 Minuten eh nicht ganz. Aber mal sehen. Ja, gibt es eben viele Secrets, zum Beispiel die Ratten, die kann man einfach anleuchten, dann gehen die auch weg. Und da, wo es jetzt davor steht, ist eine verschlossene Tür, wie ich hier merke. Und dafür brauche ich einen Schlüssel, der ist irgendwo im Raum versteckt. Und den muss man dann suchen. Und ich kann auch schon mal verraten, mal sehen, vielleicht haben wir das auch noch in einer einen Minute, sonst verrate es euch das gleich einfach. Nee, aber das seht ihr nochmal, Text und alles dürfte natürlich eine Endsprache auf Englisch sein, aber bitte bedenkt, das ist nur eine Demo und nicht die finale Version. Das heißt, bis dahin wird sich noch was ändern. Das ist ganz klar. Fand es aber von dem wirklich interessant. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und das saß auch ein sehr sympathischer Typ von Nintendo neben mir, der hat mir dann erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und hier ist eben eins von den Secrets, das sieht man im Raum, aber man weiß im Moment noch nicht, wie kommt es zu diesem Raum hin. Ich weiß so, den Raum gibt es, aber es weiß noch nicht, wie es da hinkommt. Das ist eine Sache, die ihr dann aber selbst herausfinden könnt, wenn ihr die Demo gespielt habt oder wenn ihr dann das Spiel ab Release spielt. So, ich habe einen Bump jetzt gegen das Fass geworfen und das war der Zufall, nämlich auch in das richtige Fass. Denn wenn ich hier dran sehe, sehen wir, aha, wunderbar. Da ist der Schlüssel. Den sammle ich jetzt ein und wird dann nachher schön durch die Tour da gehen. Allerdings zeige ich euch noch ein bisschen was anderes, nämlich dieses Secret hier bekommt man auf, wenn man den Bumpel da gegen die Tür brettert. Dann öffnet es dort dieser schöne Dings, wo ein Haufen Mäuse drin waren, die man einfach dann wieder einsaugt. Und da ist dann eben der Gang, zu dem man auf die andere Seite kommt, dort wie wir vorhin das gesehen haben.
Zuerst die Secrets gibt es in diesem Spiel eben öfter. Und dann landet man hier oben und dann gibt es da noch Schwert oder so. Irgendwas, was man eingesteckt hat. Ja, Luigi's Mansion ist eben voll von so Assassin's Creed Kids. Und jetzt habe ich es auch so ein mini bisschen überzogen über die 10 Minuten. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich beim Zusehen. Wenn man da zur Tour gehen würde, würde man dann so direkt zum Endboss kommen. Das ist aber eine Sache, die seht ihr dann erst in der finalen Version. Ich bedanke mich herzlich beim Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.